Soll ich nochmal anfangen oder so? Ja. Da sind wir, der angekündigte Gegenbesuch hier beim Tim und in Thalfang. Ja, wir haben ja gesagt, hallo. Wir machen sehr viel zusammen und es war ja angekündigt, dass wir heute mal gucken, was der Tim so Neues in der Halle hat. Wir haben ja unterdessen auch schon wieder irgendwie was Kleines gedreht in Toyota. Den hast du aber heute nicht hier, weil den der ist schon beim Saubermachen. Ne? So, und ich habe den Pickup mit dem Anhänger dabei. Entsprechend wollen wir mal gucken, dass ich nicht heute Abend leer zurückfahre. Das soll sich ja auch lohnen in diesen Zeiten. Und der Tim hat eine kleine, aber feine, schön vollgestellte Halle. Mal schauen, hier sind wir jetzt bei der Geländewagenfraktion. Da machst du relativ viel tatsächlich in letzter Zeit auch. Ja, ne? Tatsächlich sogar total gerne von bis. Ja. Also von wirklich hochpreisig. Ich finde die ja geil, da kenne ich mich aber gar nicht aus. Landy kenne ich, habe ich mich noch nie dran gewagt. Also ich sag mal so, die sind für das, was es ist, man muss es wollen. Ne? Mhm. Die sind relativ teuer. Das fährt eher ungemütlich. Hier sprechen wir wirklich über einen 20. Ja, 20.000 für einen, ja. Und wenn du mal Detailaufnahmen machst, der ist verbummt und verschossen und was weiß ich. Also das ist jetzt kein neues Auto. Aber trotzdem wird das bezahlt für die Autos. Das wird bezahlt. Ja. Das wird bezahlt, weil einfach, aber du musst das einfach mögen. Im Gelände sind die geil, aber auf der Straße wobei eher schwierig. Ne? Ich muss sagen, der fährt deutlich besser als er aussieht. Ja. Deutlich besser. Aber es ist trotzdem schon so eher so ein Försterjäger. Also ich sag mal so, der Vorbesitzer war ein Rechtsanwalt und der hat das Ding auch als Pendlerfahrzeug auf der Straße benutzt. Aber mit den Reifen, das ist natürlich ab Tempo 90 kein großer Spaß. Fährt besser mehr, als es aus. Ja? Also der Lader fährt beschissen. Ja gut, okay, das ist russische Wertarbeit. die Autos, das Witzige ist ja, dass die ja im Prinzip noch bis vor kurzem noch genauso gebaut wurden. Als wobei, hier haben wir einen Twitter, guck mal. Ah ja, ich sehe es schon. Hier war einer kreativ. Ja, der hat schon ein bisschen modernisiert quasi. Ich weiß, das ist der Försters Liebling, ne? Weil super. Billig, robust. Ne? Um Gottes Willen, ich will nicht despektierlich klingen, aber es ist ein stupider Russe. Ja, natürlich. Ne? Ja. Das ist einfachste Technik. Aber der kann gesagt, klettern. Der kann klettern. Und der ist es gewohnt, in Sibirien bei minus 40 Grad irgendwo halt zu laufen. Der springt auch immer an. Der springt immer an, genau. Immer. Ne? Normalerweise versuche ich kein Auto tauschen. Ja. Aber wir sehen ja gleich. Ich habe neulich schon gesagt, wird Zeit, dass der Sascha kommt und mal wieder was tauscht. Ich muss dem Tim Platz schaffen. Obwohl ihr ja wisst, bei uns auf dem Hof ist auch nicht viel mehr Platz. Aber ich bin mal gespannt. Ich war ja jetzt schon eine Zeit lang nicht mehr hier. Ein paar Autos werden eifrige Zuschauer von uns kennen, weil da stehen noch ein paar Petrolheads-Autos drin. Man glaubt gar nicht, wie viel auf 240 Quadratmetern passen, ja, mit cleverer Aufteilung. Dann kommt mal rein. Ja. Hier haben wir, ist kein Replik oder so, da brauche ich hier eigentlich gar nicht viel zu erzählen, was das ist. Echter 205 Rallye. Echter 205 Rallye, aus zweiter Hand, mit deutschen Papieren, 135 gelaufen, muss aufgearbeitet werden, steht seit 10, 15 Jahren. Ja. Also auf jeden Fall eine kleine Restaurationsbasis, sehe auch Innenraum, ne? Muss man ein bisschen ran, muss man ein bisschen polstern. Man muss wirklich ran, aber Teppich, alles ist Taco, Sitze sind dem Alter geschuldet. Ja, das ist letztlich aber eigentlich ja auch fast nur Kosmetik. Ne? Ich mein, also das Auto ist geil, bedeutet Arbeit, aber ist geil. Ja und deutsche Papiere natürlich auch. Ne? Deutsche Papiere, alter Brief, ja. Über dir steht eine richtige schöne Geschichte. Ja. 129er SL. Hierzu muss ich dir nichts sagen, Original Aeros. Die sind teuer. Ja, die sind teuer. Die kosten auf dem Markt mehr als manch schlechter SL, wenn er aus den USA kommt. Im also ich sag mal, Aeros in einem guten Zustand und die hier sind wirklich gut. Ja, die und sind die super. Sind vor allen Dingen nicht aufgearbeitet, die sind so. Ja. Also ab 5. Wow. Krass, ne? Hier haben wir eine Ultra-Rarität. Ja, das Ding habe ich ja schon mal so bei dir. Ich habe viele Autos, die nirgendwo online sind oder waren. Das hier ist eine richtige Rarität, ein Skoda Rapid. Ja. Vielleicht irgendwann mal kann der mal bei den Petrolheads landen. Hat keine Sau, kennt eigentlich auch kaum jemand, aber die ihn kennen, die gucken danach. Die lieben und schätzen ihn, weil Heckmotor. Genau, ja. Also ich sag mal so, du sportliche Variante, ne? Du kannst mit dem schon was machen, wenn du zaubern kannst. Ja, dann kannst du auch richtig, richtig fahren mit den Dingern. Gut, die Stoffe sind tschechisch, ne? Ja. Also man, aber ist ein unrestauriertes Original.
alle Follower können mal reinhacken. Skoda 130 Rapid oder 135 Rapid, je nachdem. Gibt verschiedene Varianten. Vor und nach Facelift. Guck mal, wie viele du findest. So gut wie keine. Ne? Ja. Die Skoda-Community ist, Skoda Oldtimer-Community ist natürlich in Deutschland ein bisschen kleiner. Dünn. Ne? Aber die, die es gibt, sagen wir mal, die gucken natürlich nach. Also ich bin der Meinung, das Auto hier ist stark verkaufbar. Ja, läuft auch gut, ne? Der läuft super. Der hatte bis vor einem Jahr TÜV. Ich bin ein Schreiner, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Ich bin kein Mechaniker. Schlüssel ist verloren gegangen vom Vorbesitzer. Ich habe ein neues Zündschloss eingebaut und ich glaube, ich habe da ein bisschen verkauft. Irgendein Kontakt passt nicht, oder was? Ja. Weil jetzt läuft er nicht mehr. Okay. Aber theoretisch läuft er. Theoretisch läuft er. Naja, cool. Aufmerksame Leute kennen ihn. Genau, der stand auch mal kurz bei uns. Genau. Genauso wie der. Das sind tatsächlich alles Fahrzeuge. Gut, er ist inseriert, er ist nicht inseriert. Nee, er ist schon nie inseriert. Ne? Genau, ja. Der steht halt einfach hier. Ich habe ganz viele Fahrzeuge, die warten einfach irgendwann auf den richtigen Kunden oder wenn einer kommt. Dann schlägt dazu, ne? Genau, genau. Warum der noch bei dir ist, verstehe ich genauso wenig, wie warum er bei mir eine Zeit lang gestanden hat, weil das ist ein super Auto. Der ist super gut, wir haben ja Service alles gemacht. Genau. Der TÜV ist noch bei dir passiert. Indisch-Rot, das ist Tieferlegungsfahrwerk, ein gutes reingekommen, inklusive Eintragung. Mhm. Das ist auch eine Preiskategorie, eigentlich muss das Auto zu verkaufen sein. Also nochmal. Wie gesagt, 1er Golf gibt es nichts mehr für. Wir sprechen um 8,5. Genau, das ist kein 15.000 Euro Auto. Kleine Rückleuchten. Genau, das wollen sie eigentlich alle haben. Ne? Ja. Da hinten steht noch so ein Sascha Winter, genau. Petrolheads Auto. Twingo, jawohl. Twingo, da geht komischerweise keiner ran. Das machst du halt dann so. Jetzt auch nicht mehr. Ne? Also wir. Twingo bin ich geheilt. Ja, irgendwie wie komisch. Wie so viele. War kurz, ich glaub, ein Mini-Hype. OM ist auch geheilt. Glaube ich auch, ja, genau. War ein Mini-Hype kurz, ne? Und irgendwie läuft das vielleicht nur im Norden, man weiß es nicht. Genau, es gibt ja zwei Mitstreiter, die das sehr gut hinbekommen haben. Ja. Marti und Jens haben mit den Twingos gute Erfahrungen gemacht. Der Marti Bohm hat den auch importiert. Ja, genau. Richtig, und, das ist auch ein gutes Auto, ja. Aber gut, lass ihn stehen. Ja. Ich mach den ab und zu an, ich fahre mit dem ein bisschen mit den Kennzeichen. Passiert ja nichts. Erste Serie sollte normal immer gehen. Ne? Ja. Hier haben wir einen Fall, super schönes Erdbeerkörbchen in einem sehr guten Zustand. Mega, in weiß, tolle Innenausstattung. Unrestauriert, Erstlack. Habe ich für meine Verhältnisse schon relativ lange annonciert in Kleinanzeigen. Mhm. Aber ich sag mal so, ich zwinge niemandem was auf. Die Leute wollen ja was von mir. Ne? Aber Erdbeerkörbchen ist eigentlich was immer geht. Und hier kriegt man ein gutes Erster Lack, Auto. Wenn du hier den Wind richtig, laufst. Scheibenrahmen sind ja normalerweise immer am Gammeln, immer faul. Ist hier alles top. Also würde mich wundern, wenn der wirklich bis in den Sommer noch nicht verkauft ist. Weil das ist eigentlich das, was nicht. Du hast viele 1er Golf Cabrios verkauft in den letzten 3 Jahren. Ich habe viele verkauft. Das ist eigentlich was. Wir sprechen halt echt über ein gutes Auto zu einem fairen Kurs. Für gut unter 10, ne? Keine 9.000. Ja. Wir sprechen über einen wirklich gut erhaltenen 3er Escort. Gibt's auch nicht mehr viele, ne? Das ist ein 1300er mit 130.000 Kilometern. Ist noch nirgends irgendwo aufgetaucht im Netz. Den habe ich halt, ich sag jetzt einfach mal, im gleichen Ort, wo ich lebe, gekauft. Ja. Und der wurde vor vielen Jahren als Daily benutzt, mit H-Kennzeichen. Und jetzt hat er mal 2-3 Jahre stillgestanden. Damals wurde auch Kupplung alles gemacht. Das Ding läuft einwandfrei. Wäre jetzt vielleicht mal ein TÜV und ein Ölwechsel. Ja, H-Kennzeichen macht Reifen habe ich sogar keinen Sinn, ne? Nee. Weil es billiger als 1300. Hat er, ne? Hat er. Er hätte sogar, okay, er hat also, ja. Habe ich neue Reifen drauf machen lassen, Original Stahlräder gibt es auch noch. Das ist vielen ja wichtig, ne, dass sie das dazukommen. Und ein bisschen tiefer ist er, glaube ich, auch. Ja, ist auch eingetragen. Sehr gut. Ja, er hat Lagerspuren. Da ist mal was draufgefallen. Aber er hat keine Rostprobleme. Das ist ja bei den 3er Escorts leider, also 1er, 2er, 3er Escort leider ein Riesenthema. Ja. Ne, die waren eben ziemlich knusprig meistens. Vor allem so eben die Schweller, ne, und übrige Stellen. Ich habe auch mit einem sehr, sehr guten Freund vor 2 Jahren seinen geschlachtet, sein erstes Auto. Da war echt nicht mehr viel am Blech dran. Der ist echt gut. Das ist ein cooles Auto, wenn man da... Da sind starke Dämpfer drin, merkst du das? Ja, die ist richtig, die macht Gegenwehr. Die fällt nicht zu wie sonst. Noch einmal. Ah ja. Okay, also das triggert mich schon, ja. Der ist nicht uncool. Nein, der ist ganz und gar nicht uncool. Und vor allen Dingen, du wärst der Erste quasi, der da... Genau, der da mal ein Fingerchen drauf hat. Ja gut,
Hier fassen wir uns kurz. Das ist einer von, oder da oben stehen zwei Menschen, die mich kennen, wissen, ich habe so einen VW-Busnagel im Kopf. Und da stehen zwei von denen, die eigentlich nicht hier sein sollen. Ich habe da noch so ein paar andere. Vorne haben wir einen optimierten T1. Die Räder sind nicht umsonst da drauf. Das ist auch kein Nachbau irgendwie. Der ist so, wie er aussieht. Ja. Der kann was. Hinten dran haben wir einen Synchro mit einem großen Stahlschiebedach. Liebe ich. Du weißt ja, so langsam fange ich ja auch an, die T3 ist cool zu finden. Also, ich glaube, ich werde dir noch einen verkaufen. Wenn wir so lange jetzt schon unterwegs sind. Aber für mich muss er natürlich irgendeine krasse Farbe haben. Am liebsten natürlich grün. Und so ein Spasti-Grün. Ja, so ein Farbenspasti-Auto muss das halt sein. Er ist jetzt komplett umgebaut. Mit dem habe ich eine Reisegeschwindigkeit, ohne dass der dir auf den Sack geht, von so 150. Mhm. Gut, das ist für ein T1 schon fast doppelt so schnell, wie die eigentlich fahren sollten. Ne? Ist gefährlich auf der Landstraße, ja, weil wenn ich da angeflattert komme, du siehst, die Mücken vorne drauf sind auch groß. Dann haben wir hinten den AE. Leute, die mir vielleicht folgen, ich inseriere ausschließlich auf eBay Kleinanzeigen. Mhm. Tim Klein, Fahrzeuge mit Charakter in Thalfang. Muss man schon mal sagen dürfen, ne? Ja, genau. Ja, ich bin ja so unterm Radar, aber bewusst. Bewusst, aber alles offiziell. Und der ist halt, so ein AE ist teuer. Ja, aber. Aber selten und der ist saugut. Du kriegst keine guten AEs mehr unter 20.000, 22.000. Und ich glaube, das hier ist der beste am Markt, der zu verkaufen ist. Auch ein Auto, was noch nie irgendwo annonciert war und einfach einer meiner Lieblinge ist. Ein 635 aus dem Saarland, zweite Hand. Eines der schönsten BMWs, die je gebaut wurden. 6er E24 ist unfassbar. Ich habe ja auch zwei in der Privatsammlung. Die fahren so schön. So tolle Autos, 3,5 Liter, 218 PS, was willst du mehr? Also meine Frau, die steht eigentlich gar nicht so auf den alten Kram. Ja, außer auf die sowas. Die fährt moderne Autos. Ja. Wir fahren mit T2, T3, T4 campen. Ja. Aber hier so, da fehlt ja der Zugang. Wir sind hiermit mal abends nach Bernkastel zur Cruise Night gefahren. Da hat die mich gefragt, da hat die gesagt, hiermit können wir doch mal nach Italien. Ja, ja, das kann man auch machen. Und wenn ihr einen Sechser sucht und gerade 630, also über 630. 635, ne? 635 mit originalen BBS. BBS RS auch noch. Wenn ihr so ein Auto sucht, dann lasst euch nicht von den hohen Kilometerständen zurückschrecken. Das haben die fast alle. Er hat ja sogar wenig. Und mit unter 200.000 hat er... Er hat 190. So, da bist du sogar noch wenig. Die meisten haben 250, 260, 270, weil das waren sauteure Autos. Und das waren meistens Chefauto oder Fabrikanten. Sonst was. Genau. Und die sind da eben lange Strecken damit gefahren. Das schadet dem Auto überhaupt nicht. Der Motor kann das ab. Ja, und wenn der vernünftig serviciert ist oder irgendwann mal renoviert, dann macht das gar nichts, wenn der 250 auf der Uhr hat. Den kennen auch aufmerksame Menschen. Ja, das ist natürlich immer noch eine Sensation, 6.500 Kilometer. Hier muss ich auch klipp und klar sagen, das Auto, selbst wenn das in 10 Jahren noch hier steht, der wird nicht unter Preis weggehen. Ich kriege ab und zu mal eine Preisanfrage. Das Auto hier ist neu, ist wie neu. Ja, und dann auch noch in der Daytona. Sehr schönen und sehr seltenen Farbe eigentlich halt. Ich hatte ja auch mal privat einen in der Farbe. Finde ich geil, wie bei vielen Sonderfarben, das polarisiert, ja? Manche sagen scheiße, manche sagen geil. Aber für Sammler und für Fans ist so eine Farbe immer tausendmal wertvoller, wichtiger und auch besser als der 100. E36 in Schwarz oder in Silber. Das ist einfach so. Dahinter haben wir auch so eine Seltenheit. Auch selten, ne? Sierra, der 1er Sierra. Den verkaufe ich im Auftrag meiner Schwester. Den haben wir ihr... Schwester hat guten Geschmack, aber ich weiß ja, wo es herkommt. Der Pappen, genau. Der Pappen ist ja so ein Ford-Fritze. Ne? Du weißt auch, wem das Auto hier mal war, wenn ich gleich sage. Ich habe den vor vielen Jahren dem Anders abgekauft. Ah, der Anders Frank. Anders, liebe Grüße, da habe ich auch schon Autos gekauft. Ja. Ich habe den dem Frank abgekauft, dann hatte ich den mal bei mir in der Halle stehen etwas und dann hat meine Schwester ein Auto gebraucht und dann hat sie den von mir oder von uns, meinen Eltern und mir, bekommen über die Studienzeit. Die hat einen Meisterbrief gemacht und als H-Kennzeichen super Sache. Coupé im ersten Lack, völlig rostfrei. Die RS-Cosworth-Felgen, Escort-Cosworth-Felgen sind eingetragen. Und das ist ja auch mittlerweile richtig teuer. H-Kennzeichen. Geil. Also, die richtig gutes Auto. Das hier feiere ich natürlich sehr, aber das ist, weiß ich ja, dass das... Hat noch niemand irgendwo gesehen. Ja. Der steht nur hier. Wir zwei waren ja mal damit abends auf der in Bernkastel, genau. Genau. Ja. Und witzigerweise, das war das einzige Mal, wo ich den unter Leute geführt, unter Leute gebracht habe. 2 Tage später kriege ich einen Anruf, ob ich den verkaufe. Ohne Scheiß, Ohne Scheiß. Krass. Ja, ist ein 2002 Ti.
Ja, ah, da dürfen wir gerne mal aufmachen, weil das ist gerade sagen, das ist auch ein sehr schöner Motor. Guck mal hier. Auch optisch ein schöner Motor. Wir haben ja die Woche noch drüber gesprochen, auch in Essen, dass nicht jeder Motor sexy ist und schön ist. Man sieht hier übrigens, ne, dass es konserviert. Das Wachs, ne, das der ist Wachs konserviert überall. Ja. Das sieht manchmal auf dem Film oder auf Kameras oder auf Fotos ein bisschen anders aus. Aber das ist konserviert hier. Ne? Das ist also ein bisschen was anderes. Und natürlich, wie gesagt, ein toller Motor, Doppelvergaser. Ne? Und das ist richtig cool. Das fährt auch cool. Das hier ist eine Ultraseltenheit. Guck ja. mal, guck mal wirklich. 2002 TI, eine TII, genau. Da gibt es keine am Markt. Die suchen alle. Ja. Draußen hast du auch noch ein bisschen. Draußen noch ein bisschen Rudis Resterampe. Ja, gucken wir uns auch an. Wollen wir mal kurz sagen, hin? Na klar. Ich habe natürlich schon. Der Sascha ist gerüstet. Ich habe meine Favoriten natürlich schon im Kopf. Ja. Also hier die zwei, das sind einfach Schlachter, weil ich so Autos oft habe. Ja, genau, das lohnt sich für dich. Und ich arbeite ja mit einer Werkstatt zusammen und wenn die zu mir sagen, das ist kaputt oder so, dann ja, hat man dann die hast zwei du was Autos. Da, ja. Der ist verkauft an Pizzaflitzer. Das ist sowas, wo du so günstig mal mitnimmst oder was halt. Ne? Normal mache ich ja sowas. Würde ich sagen, nicht, ist auch nicht dein Beuteschema. Wie gesagt, ich habe hier eine Pizzeria daneben, Lieferservice, die brauchen so Sachen immer. Ja. Das ist ein super schöner Camper, der wird auch im Kundenauftrag von meinem Partneronkel verkauft. Da ist aber jetzt noch keiner dran, oder? Akut immer mal anfragen, aber der ist noch da. Das ist einer aus meinem Bestand, das ist ein seltener Dela. Man muss es mögen oder man hasst es. Gell? Du hast mir das zum ersten Mal gezeigt, jetzt kommt mal mit. Das Guck ist mal witzig. Hier das Logo. Das ist nicht aus, ohne Grund so. Warum ist das so? Dela ist ein Bootsbauer. Dela ist ein Bootsbauer und ja. Die verlängern den T4, ne? Die verlängern den. Das da kommt quasi ein Stück an den Arsch dran hier. Normaler T4 hört hier auf. Das ist auch leider, wie du siehst, an dem GFK-Anbau platzt der Lack. Ist aber klar, weil das ist halt die einzige Stelle, wo es halt nicht original ist im Prinzip. Aber die bauen das halt so. Der hintere Bereich hier, da ist ein Aufstelldach. Ja. Hinten wird aufgestellt. Und vorne bleibt gerade. In der Küche stehen. Mhm. Hinten ist die Küche. Mhm. Der hat sogar einen Badezimmerbereich. Das ist total verrückt. Krass. Das ist total speziell, gell? Du liegst da drin wie in so einem kleinen Boot. Das ist nachher Bett, die Sitze bauen. Ja, die haben halt aus dem Bootsbau ihre Know-hows da halt eben reingepackt. Ne? Das genau. Ist, schon ist halt ein Plastikbomber. Du hast mir das ja in Essen gezeigt. Ich habe in Stuttgart Essen. Gezeigt. Essen. Der war auch direkt verkauft. Ich habe das noch nie gesehen, dass da wirklich einfach quasi ein Stück an den Arsch dran gemacht kaum wurde. Jemand, ne? Auch die Stoßstange verlängert. Und ne? Die Autos hier waren sauteuer, weil du siehst, guck mal, hier ist sogar überall doppelverglast. Du siehst, das ist alles Dela. Ne? Ja. Und guck mal, richtig dick, ne? Ja, ja. Also, die Autos waren richtig teuer. So, jetzt sind wir einmal beim Tim durchs Reich durch. Und ihr habt gesehen, was Tim im Repertoire hat. Ich habe es auch gesehen. Vermutlich habt ihr schon gemerkt, an was mein Herz hängen könnte. Was ich davon aber mitnehme. Und vor allem, was vielleicht dann trotzdem noch zu uns kommt, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Benzin im Kopf. Welcome, Petrolheads.